Die Essenz des Lebens. Lucys Zweifel waren nicht ganz unberechtigt. Neko befand sich immer noch in der Senke und beobachtete das Geschehen. Es waren mittlerweile viele Zombies durch die massiven Attacken der Eliten gefallen. Jedoch hatten auch sämtliche Truppen der Menschen Verluste erlitten. Die Berserker waren so gut wie ausgelöscht. Die Schwertkämpfer und Bogenschützen waren stark dezimiert worden, was hauptsächlich auf die starke Magie der Lische zurückzuführen war. Die Eliten machten ihren Namen alle Ehre, dass sie kaum Verlust hatten. Auch die Geisterjäger, sowohl die Nahkämpfer wie auch die Priester, hatten nur geringe Verluste zu verzeichnen. Wie nicht anders zu erwarten, waren sämtliche Cerberi im Kampf gefallen. Auch die Geister waren auf ein trauriges Viertel ihrer einstigen Truppenstärke reduziert worden, da sie den Angriffen der schweren Hämmern der Geisterjäger kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Zwar verfügten sie über Schilde, aber diese waren gegen gesegnete Waffen praktisch wirkungslos. Auch wenn viele Zombies durch die massiven und beeindruckenden Attacken der Eliten gefallen waren, so waren sie jedoch nicht einmal um die Hälfte ihrer Truppenstärke reduziert worden. Auch wenn sie im Kampf vergleichsweise schwach sind, so ist es doch ihre große Anzahl, die sie zu einer ernstzunehmenden Bedrohung macht. Die Lische hatten nur einen ihrer Kameraden verloren, der sich gegen das Bombardement von Lichtmagie, welches die Priester auf ihn abgefeuert hatten, nicht erwehren konnte. Dafür waren jedoch die übrigen 10 Lische kaum verwundet. Als die kämpfenden Einheiten die bedrohliche Windhose bemerkten, die sich immer mehr zu komprimieren schien, stellten sie ihre Kämpfe ein und wichen langsam und vorsichtig zurück, während sie das Geschehen beobachteten. Necron erkannte den Moment der Waffenruhe und schwebte aus seinem Versteck hervor Richtung Schlachtfeld. Kurz bevor er es erreichte, war die Windhose auf Menschengröße geschrumpft und zeigte das flimmernde Bild Bodovans, welches im Wirbel der Moleküle unbeständig schien. Auf einmal streckte das Bildnis die Arme in die Höhe und die Augen begannen rot zu glühen. Nicht einmal 2 Sekunden später fing die Erde um den Wirbel herum an zu beben, sodass die Soldaten nach unten blickten. Mehrere laute Knirsche verrieten, dass die Erde kurz davor war zu bersten. Soldaten beider Seiten blickten im Getümmel umher und nickten sich übereinstimmend zu, ehe sie im Bildnis den Rücken wandten und forteilten. Doch diese Flucht war für einige bereits zu spät. Der Boden erhob sich in einem Vulkan gleich unter dem Wirbel und riss dabei tiefe Spalten in die Erde. Diese tat sich teilweise so schnell und sporadisch auf, dass einige Soldaten nicht schnell genug waren, um rechtzeitig einen rettenden Sprung zu vollführen, sodass sie in der Spalte verschwanden. Als der so entstandene Berg etwa eine Höhe von 2 Häusern aufwies, stellte sich das Wachstum ein und der Wirbelwind verschwand, sodass nur das Bildnis Bodovans auf dem Gipfel zurückblieb, welches immer noch in der heroischen Stellung posierte. Auf einmal tat es den Mund auf und sprach in einer dämonischen, tiefen und irgendwie verzerrt klingenden Stimme. Sopp-Kreaturen, elendes Affenpack, macht euch auf eure Vernichtung gefasst! Gleich darauf strömte aus dem Berggipfel eine zähflüssige Masse, welche in weiß und schwarz zu blinken schien und damit gut zu dem ebenso blinkenden Boden passte, was unzweifelhaft auf magische Analogien schließen ließ. Die zähe Masse strömte in Bodovan, welcher daraufhin auf eine ebensolche Höhe wie der Berg selbst wuchs, ehe er, wie ein zu stark aufgeblasener Ballon, platzte und so die beinhaltende magische Masse vorbrachte, welche sich sogleich zu einer Art riesiger Kobra umformte, nur dass sie weder über Zähne noch über eine Zunge verfügte. Abnorm wirkten die roten, schmalen und wellenförmigen Augen, die noch sehr langsam blinzelten und deren Iris vollkommen schwarz war, bis auf einige kleine, gesprenkelte Punkte, welche die Düsternis der Iris in den Anblick eines klaren Nachthimmels mit zig Sternen verwandelte. Nachdem diese Verwandlung vollzogen war, ward Verderbnis vollkommen wieder erweckt und beeindruckte die beiden Heere mit seiner imposanten Schlangengestalt. Während Bodovans Leiche aus dem Unterkörper, sofern man einer homogenen Masse in Form einer Schlange überhaupt körperliche Eigenschaften zuweisen kann, herausdiffundierte und den Berg herabglitt und zu den Füßen seiner ehemaligen Soldaten zum Erliegen kam, welche erschrocken den Tod ihres Anführers wahrnahmen. Was seid ihr? Rief Nocturnus, der mit den anderen Lichen um die Gestalt herumschwebte und sie eindringlich musterte. Die Schlange wandte sich blitzschnell zu dem Lichtkönig um und näherte sich ihm so weit an, dass sie nur wenige Meter vor den Augen trennten. Der Lichtkönig höchst selbst. Danke, dass ihr mir so behilflich wart.
antwortete Verderbnis zynisch. Danach habe ich euch nicht gefragt. Was seid ihr? Beharrte Nocturnus. Ich, ein armer Samariter, der lange gefangen war und euch für eure Befreiung belohnen will. Log Verderbnis mit fröhlicher Stimme. Hört nicht auf dieses Wesen. Das ist Verderbnis. Ein alter Gott, der nur Böses bringt. Rief Necron, der zu Nocturnus geschwebt kam. Dieser schaute ihn kritisch an, doch noch ehe er einen Kommentar abgeben konnte, sprach Verderbnis. Aha. König Necron, der alte Spielverderber. Es folgte eine kurze Pause, ehe Verderbnis fortsetzte. Gut, böse, das sind doch alles nur Worte, um sein Handeln zu begründen. Ich habe genauso viel Böses an mir, wie jeder von euch. Im Durchschnitt betrachtet, zumindest. Was ihr angerichtet habt, ist doch Bosheit pur. Verteidigte sich Necron. Ist es das? Fragte Verderbnis spöttisch, eher hinterlistig fortfuhr. Was habe ich schon getan? Lord Flatulentius war so langweilig, dass er den Krieg zu Beginn herbeisehnte. Ich habe ihm seinen Wunsch erfüllt. König Nocturnus war tatsächlich ich es, der euch zum Kampf gegen die Menschen trieb. Oder vielleicht vielmehr eure Angst vor einem Angriff der Menschen. War diese nicht schon eher da? Und als die Menschen die Zombies sahen und ich ihnen als Licht verkleidet erschien und ihnen zur Vorsicht vor einem drohenden Krieg riet, habe ich da böse gehandelt. Und was ist mit euch, o so edler Necron? Habt ihr nicht den Krieg gegen die Menschen zugestimmt, um euch ihrer Priester zu bemächtigen, damit sie die Anomalie beseitigen? Wenn ihr ehrlich seid, so habt ihr euch doch selbst in den Krieg getrieben. Ich habe die ganze Sache lediglich beschleunigt. Seht es doch mal von der Seite. Ich habe euch eine Menge Zeit erspart. Ihr seid wirklich Verderbnis. Kein anderes Wesen kann so viel Bosheit und Hinterlist vereinen, dass es seine Untaten als Erfolge darstellen kann. Erwiderte Necron zornig, wobei sich seine Augenbrauen kämpferisch zusammenzogen. Soweit ich weiß, gibt es schon einige Individuen, die dies können. Sie sind sogar zahlreich genug, dass ihr ihnen einen Namen gegeben habt. Politiker! Spottete Verderbnis. Ihr habt all das Leid verursacht. Ich kann euch eure Untaten nicht vergeben. Auf ihn! Zeigt ihnen, dass sie ihn nicht fürchten! Rief Nocturnus aus und ließ seine Stimme mit all seiner Macht erklingen, sodass das Schlachtfeld fast erzitterte. Ihr wollt spielen? Meinetwegen, aber nicht, dass es hinterher wieder heißt, ich hätte angefangen. Erwiderte Verderbnis ohne jegliche Sorge. Die Lische formten in ihren Händen Kugeln dunkler Magie und wollten sie auf Verderbnis schleudern, jedoch kamen sie nicht dazu, da er, mit einem Pulsieren seines Körpers, eine Druckwelle in der Luft erzeugte, welche die Lische und Necron weit nach hinten zu Boden warfen. Die Nahkämpfer beider Seiten strömten auf die Kreatur zu und versuchten den Berg zu erklimmen, ohne dass sie sich gegenseitig bekriegten. Hier kam eine alte Weisheit zu tragen, die so alt ist, dass sie schon in Fleisch und Blut übergegangen zu sein scheint. Der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Ohne es zu wissen, erkannten beide Seiten, dass sie auf die andere angewiesen waren, und so herrschte ein stilles Bündnis, zumindest solange der gemeinsame Feind noch nicht besiegt war. Noch bevor die ersten Einheiten den Fuß des Berges erreicht hatten, streckte sich Verderbnis gen Himmel aus, weil sein gedrungener Körper sich, wie als wäre er elastisch, streckte und dadurch schlanker wurde. So verblieb er einige Sekunden, ehe er auf die anstürmenden Einheiten niederschlug und sie schwer verletzte. Wahrscheinlich wären sie alle umgekommen, wenn Verderbnis Körper nicht aus dieser elastischen Masse gewesen wäre. Daraufhin richtete sich Verderbnis Körper auf, um sich anschließend zusammenzufalten, sodass die Augen einander berührten, wobei er drohend ausrief: Jetzt zeige ich euch, was wahre Macht ist! Er öffnete sich wieder und zeigte nun blaue Augen. Das Blau verließ dies als eine Art Nebel, der über das Schlachtfeld niederging, und dort, wo er auf eine Leiche traf, erhob sich diese zugleich als Zombie. Traf er jedoch einen der wenigen verdorrten Zweige des brachliegenden Landes, wuchs aus diesen sogleich eine Blume heran. Mal sehen, wie ihr euch so schlagt, kommentierte die Gottheit. Die Truppen hatten keine Chance, an Verderbnis selbst heranzukommen, da seine beschworenen Einheiten ihn effektiv schützten. Die Kleriker wirkten zwar ihre Lichtmagie auf Verderbnis, doch dies schien kaum zu beeindrucken, gar ihn zu verletzen. Während die Nahkämpfer der Menschen sich hauptsächlich auf die Blumen konzentrierten, da sie nach einigen Minuten bemerkten, dass diese für die Untoten besonders gefährlich waren, kämpften die Untoten-Truppen hauptsächlich gegen die Zombies, sodass die meisten Kämpfe Zombies gegen Zombies stattfanden. Nocturnus und die anderen Lische erhoben sich, während Necron, scheinbar bewusstlos, am Boden liegen blieb und Nocturnus sprach zu ihnen: Dieses Wesen ist mächtig. Wir müssen es irgendwie überlisten. Auf einmal kam ein dunkles Wesen, welches zwar ein Licht glich, jedoch sogar noch einen Kopf größer als Nocturnus war, auf sie zugeflogen. Sie hielten sich bereit und hoben bereits ihre Hände, um Magie zu wirken, doch sie hielten inne, als das Wesen sprach: Ich bin einer von euch. Wollt ihr euch wirklich gegenstellen, ob der große Bedrohung durch Verderbnis? Wir erkennen einander, denn es gibt nur wenige von uns. Du bist keiner von uns. Wer bist du? Fragte Nocturnus. Einst nannte man mich General Bulwa. Nun bin ich einer von euch. Erwiderte der große Lich. Wie kann das sein? Erkundigte sich der Lichtkönig. Bodovan hielt kurz inne, ehe er erklärte: Ein Licht wird immer dann geboren, wenn ein Mensch, der die Schatzmagie des Orkes stirbt. Da Verderbnis alle Toten erweckt hat, sind sie nur zu Zombies geworden und seine Sklaven. Doch Licht reinkarniert als Licht, als Zelt schwarzen Mannes wie ihr. Und da ich kein Bewusstsein im menschlichen Sinne besitze, kann er mein Verstand nicht länger mit seinen paranoiden Gedanken manipulieren. Das erklärt so dein Erscheinen. Doch warum traust du dich zu uns? Du hast großen Anteil am Leid der Welt. Warum soll wir dir verzeihen? Erwiderte Nocturnus. Ich erwarte keine Verzeihung. Ich erwarte keine Gnade. Ich erwarte die harte Strafe für meine verblendeten Untaten, für meine törichte Gier nach Unsterblichkeit. Doch erst nach dem Kampf. So lange sollen wir zusammenarbeiten. Erwiderte Bodovan. Die Lische schauten sich einander an, doch ehe Nocturnus antworten konnte, fuhr Bodovan fort: Zögert nicht, ihr habt keine Wahl. Ihr müsst mir einfach vertrauen, wenn ihr eine Chance haben wollt. Verderbnis ist mächtig und bezieht seine Macht aus Leid, Hass und Gewalt. Deswegen könnt ihr weder mit offensiver Magie noch mit konventionellen Waffen ernsthaft schaden. So wie Leid geschert, zu schwächen Glück, zu den Schmerz beschleunigt, zu verlassen Genesung. Und so, wie Gewalt ihm fügen wird, zu bedrückten Friede. Das ist die Schwäche, die wir ausnutzen müssen, um zu siegen. Es genügt nicht, dass Menschen unwürdig vereint gegen einen gemeinsamen Feind steigen. Es ist viel wichtiger, dass wir einander helfen, akzeptieren und als gleichwertig anerkennen.
und sie daher auch wie ihresgleichen handeln. Es herrschte zuerst Ruhe, ehe Nocturnus Bodo war in die Hand reichte. Eine Geste des Friedens, die für ihn untypisch war, wobei Nocturnus erklärte: Wenn dem so ist, dann soll ich als König der Lichter mit gutem Beispiel vorangehen. Ich reiche dir meine Hand zum Frieden und biete dir Vergebung an, sodass wir miteinander gegen Verderben streiten und wir den Frieden praktizieren, den du vorgeschlagen hast. Bodowan ergriff die Hand und schüttelte sie freundschaftlich, wobei er entgegnete: So sei es. Dann lass uns schnell zu unserem Verbündeten ein und ihnen den Frieden gewinnen. Am besten übernehme ich das, denn ich habe gern das Ablenke. Er wird sicher versuchen, uns daran zu hindern. Von daher möchte ich meine Schuld begleichen, indem ich den Köder spiele. Nocturnus nickte und die anderen Lische taten es ihm gleich. Ohne noch weiter zu zögern, begaben sich die Lische in die Lüfte, wobei nur Bodowan direkt auf Verderbnis zueilte, während die anderen im Bodennähe blieben und sich den kämpfenden Truppen näherten. Diese erfuhr mittlerweile die große Macht Verderbnis, da seine mächtige Magie derart viele Tote wiederbelebt und Blumen erschaffen hatte, dass die vereinten Truppen von Menschen und Untoten mit aller Kraft dagegenhalten mussten, um die Oberhand nicht zu verlieren. Dies war nicht nur insofern schwer, dass sie zahlenmäßig unterlegen waren, sondern es lag hauptsächlich daran, dass ihre Kräfte, ausgezehrt von den Anstrengungen des Kampfes, langsam schwanden. Während auf dem Schlachtfeld Kämpfer aller Art vermischt gegen die gemeinsamen Feind stritten, was bei den Zombies nicht besonders einfach war, da sie ihren gerade wiederbelebten Kollegen häufig stark glichen und Zombies nach und nach durch die massiven Attacken der Eliden in ihre Einzelteile zerlegt wurden, näherten sich die Lische den Kämpfenden. Sie mussten sich jedoch in Geduld üben und auf das Ablenkungsmanöver ihres neuen Gefährten warten, welcher sich Verderbnis näherte, welcher, offenbar sehr amüsiert, das Geschehen beobachtete und sprach: Ein Platz in der ersten Reihe ist herrlich. Ich könnte mich an so eine Armee willenloser Sklaven gewöhnen. Allemal besser als selbst die ganze Arbeit zu machen. Und wie immer gibt es einen Wermutstropfen. Sprach der Lich Bodowan, welcher sich der Gottheit näherte und respektvoll einige Meter vor ihr in der Luft auf Höhe ihrer Augen anhielt. Diese Kraft, diese Ignoranz, welche deine Aura umstrahlt. Wenn das nicht Bodowan ist, mein Befreier, bist du also tatsächlich als Licht wiedergekehrt. Ja, mein Geist und Frei von einer vergifteten Verblendung ist, sehe ich erst die Schrecklichkeit meiner Untaten. Entgegnete Bodowan ernst. Nun hör aber auf! Begann Verderbnis abfällig und fuhr unverstanden fort. Als wenn es so schlimm wäre. Ihr redet immer von Böse und von Untaten und dergleichen. Ich habe so viele Jahre gebannt in den Tiefen dieses vermoderten Sumpfes gelebt und konnte mich nicht einmal winden. Ein Gott verbannt aus dem Götterreich und gebannt auf einem halben Kubikmeter Freiraum unter Tonnen von Schlamm. Und ihr redet alle von Schrecklichkeit? Ihr würdet solche nicht einmal erkennen, wenn sie euch tagtäglich widerfahren würde. Verblendet von eurem naiven Dasein und klammert an der Suche nach einem Sinn eurer vergänglichen Existenz. Nocturnus bemerkte den Ärger in der Stimme des Gottes und ließ seine Stimme in den Köpfen seiner Kameraden widerhallen und befahl: Es ist soweit. Gebt den anderen Bescheid, sagen die beiden, warum sie sich noch streiten. Daraufhin mischten sich die Lische unter die Kämpfenden, wobei sie mit ihrer Magie und ihren scharfen Klauen alles beseitigten, was ihnen den Weg kam, während sie ihre Stimme möglichst leise hallen ließen, damit Verderbnis ihre List nicht bemerkte. Während sie so durch das Gedränge der Schlacht bis hin zu den Priestern schwebten und ihren Plan verkündeten, führte Bodowan das Wortgefecht mit Verderbnis weiter, indem er entgegnete: Da du gerade von Sterblichkeit redest, wo ist die Unsterblichkeit, die du mir versprachst?
Du bist ein Licht geworden. Du hast keine begrenzte Lebenszeit und wirst in alle Ewigkeit existieren. Dich zu besiegen oder zu nekorieren ist fast unmöglich. Worüber also beschwerst du dich? Erwiderte Verderbnis verärgert über Bodovans Vorwurf. Über das Fass. Es ist keine Unsterblichkeit, die du mir gegeben hast. Und auf diese Art und Weise wollte ich nie unsterblich sein. Ich wollte leben. Menschliche Naivität. Rief Verderbnis erzürnt aus und fuhr fort. Das eine bedingt das andere. Zum Leben gehört Tod, so wie zum Lichtschatten gehört. Die Existenz eines von beiden bedingt das andere. Das Fehlen von einem bedingt das Fehlen des anderen. Ich habe dir Unsterblichkeit versprochen, nicht dein ewiges Leben. Du hast die Grundlagen unserer Abmachung missverstanden. Ich habe vieles missverstanden, antwortete Bodovan unbeeindruckt und geläutert, wobei er hinzufügte, den Sinn des Lebens, den Sinn des Todes und die Suche nach beiden, jetzt, um die menschliche Zielgedanken meines Hirns, wird es so komplex ist, dass tatsächlich zwei gegensätzliche Sachen zugleich nehmen kann. Nicht mehr drüben, wie ich klar sehe. Jetzt verstehe ich es. Und ich sehe den größten meiner unsinnigen Gedanken. Ein Leben an seiner Dauer zu messen und an Endlichkeit zu zweifeln. Verwundert und zugleich beeindruckt, blinzelte Verderbnis und verengte die bereits flachen Schlitze in seiner Masse, die er Augen nannte, wobei er zynisch fragte, Höre ich recht? Höre ich Reue für deine Taten? Höre ich da tatsächlich Mitleid für den Abschaum, den du zu deiner Lebenszeit so betrogen hast? Oder kurz gefragt, höre ich da tatsächlich Schwäche? Auch wenn ich nun ehrlich bin, so ist noch nicht alles menschlich an mir verloren. Wahrscheinlich hast du deine Totenerwägung zu früh ausgeführt, ehe meine Seele meinen Körper verlassen konnte. Wie niedlich! Erwiderte Verderbnis belustigt und fuhr fort. Ein Licht mit Gefühlen, das ist fast so wie ein Trottel mit Verstand. Er besitzt ihn zwar, kann damit aber nichts anfangen und ist daher nur lästig und hinderlich. Ich würde für diese Ironie des Schicksals ja applaudieren. Aber wie du siehst, habe ich keine Hände. Das Lachen würde ich schon mal vergehen, wenn ich dich in das Loch zurückgeführt habe, aus dem du gekommen bist. Erwiderte Bodovan kämpferisch, streckte seinen rechten Arm zur Seite aus, öffnete seine Skeletthand mit einem Schnippen und auf einmal erschien sein Schwert in dieser, wobei sich um die Klinge schwarz-weiße, zähflüssige Manaströme wandten, welche das Schwert heroisch wirken ließen. Verderbnis begutachtete die Geste und sprach dann höhnisch, Du willst dich wirklich mit mir messen? Mit einem Gott? Soll ich lachen? Ich halte gerade mühelos eine ganze Armee in Schach. Und du stellst dich gegen mich? Was denkst du eigentlich, was du für eine Chance hast? Das wird mir gleich herausfinden. Was du allerdings nicht zu denken scheinst, ist, dass ich immer noch Teil deiner Macht bin und mich damit durchaus mit dir messen kann. Lächerlich! Als du dahin geschieden bist, schied auch die Macht dahin, die ich dir überlassen hatte. Verteidigte sich Verderbnis vehement. Währenddessen hatten die Lische ihren Verbündeten aufgetragen, Hauptaugenmerk auf Heilung und gegenseitigen Schutz zu legen. Anfänglich bereitete es allen große Probleme, doch immer mehr setzte sich das Engagement für die anderen durch, sodass die Priester sich hauptsächlich auf Heilung konzentrierten,
während die Nahkämpfer, die mitten im Gefecht standen, füreinander blockten und sich auch todesmutig vor einen Verbündeten warfen, wenn es keine andere Chance mehr gab, diesen vor einem schlimmen Leid zu bewahren. Bodovan eilte indes mit ausgestrecktem Schwert, einem großen Pfeil gleich, auf Verderbnis zu und durchstrang die zähe Masse mit seinem magischen Schwert wie Butter, sodass in der riesigen Gestalt ein Loch mit fast 1 Meter Durchmesser klaffte. Schmerzerfüllt quetschte sich die göttliche Masse zusammen und kniff die Augen zu und begrub so dämlich in sich. Dieser ließ sich davon nicht annähernd beeindrucken und schwang sich um seine eigene Achse, sodass er wie ein Brunnenkreisel rotierte, wobei er damit die zähe Masse zerfetzte und wieder freikam. Er holte in einen großen Bogenschwung, indem er hoch in die Lüfte flog, um sich dann eilig auf den Feind herabzustürzen. Doch dieser bemerkte die Aktion und sprach erzürnt: Widerliche Mücke, verbrenne! Woraufhin aus seinen Augen 2 dichte Strahlen pures Licht schossen, den Herabstürzenden trafen und diesen den Brustkorb versenken, sodass er das Schwert vor lauter Schmerz fallen ließ, während er selbst unkontrolliert zurückgeschleudert wurde. Doch schnell fasste er sich wieder, eilte auf den Feind zu und ließ mit seiner magischen Kraft das Schwert in seine Hände gleiten und mit vielen, zwar ungezielten, dafür aber großflächig Schaden anrichtenden Schwertstreichen zu attackieren, welche den Körper des Gottes schnitten, welcher im Übrigen langsam blasser wurde. Dieser wehrte sich, indem er blitzschnell nach unten schnellte und Bodovan so zu Boden drückte, wo er sich erst einmal wieder aufrichten musste, während der Gott hochschnellte und rief: Du bist wahrlich mächtig, aber mal sehen, wie du damit fertig wirst. Aus seinen Augen schossen 2 zähe Lichtstrahlen, die sich über Bodovan legten und ihn so am Boden fesselten, wo er unbeholfen zuckte. Das ist dein Ende, du Wicht! Prophezeite Verderbnis, schloss die Augen und erschuf einige Vögel, die sonnenhell strahlten und auf Bodovan zuhielten. Doch kurz bevor sie diesen erreichten, verblassten sie schnell und verschwanden gänzlich, sowie auch die magischen Lichtbarrieren, die ihn am Boden fesselten. Was ist hier los? Was ist das für ein fauler Zauber? Rief Verderbnis wütend aus und bemerkte, dass er schnell schrumpfte und Bodovan kommentierte: Das ist Einigkeit, Frieden und damit ein Ende. Rief der schrumpfende und verblassende Gott erzürnt und fügte hinzu: Wenn ich vergehe, dann vergehst auch du. Das ist dann auch dein Ende. Das hätte ich schon längst sein sollen. Es wird Zeit zu gehen. Nein! Rief Verderbnis zornig aus und warf noch einen letzten Blick zu dem Schlachtfeld, wo seine wiedererweckten Zombies und seine beschworenen Blumen verschwunden waren und alle einander halfen, wieder auf die Beine zu kommen. Ob es nun Priester waren, welche die Verwundeten heilten, oder auch nur einfache Kämpfer, welche ihren Verbündeten aufhalfen und ihnen Mut zusprachen. Selbst die Lichter halfen mit, indem sie Verwundete zu den Priestern flogen, damit diese ihre heilende Magie wirken lassen konnten. Das war das Letzte, was Verderbnis sah, er auf Handgröße zusammenschrumpfte und wie ein dunkler Fleck in der Landschaft verharrte, während Bodovan glücklich in das Danach hinüberglitt und verblasste. Die Lichter näherten sich der ehemals so bedrohlich wirkenden Gottheit mitsamt den Priestern und Nocturnus sprach: Das ist euer Ende. Ich kann niemals vergehen, solange es auch nur einen Funken Hass auf Eru gibt, wird es auch mich geben. Seine Stimme klang nun wie ein Frosch, der heißer war. Dann werden wir dir eine schöne Ewigkeit bescheren, sprach Liliana, die mitten in der Priestermasse stand und dabei vortrat und ihren Stab zu einem Gebet hob. Die anderen Priesterinnen taten es ihr gleich und auch die Lichter setzten mit ein. Auf einmal strömte ganz langsam aus den Zauberstäben der Priesterin Mana-Stränge aus weißem Licht, während aus den Knochenhänden der Lichter schwarze Mana-Stränge strömten, die sich mit den Weißen verflochten. Was habt ihr vor? Rief der heißere Gott erschrocken und sah nur noch, wie sich die umwundenen Mana-Stränge auf ihn legten und unter sich begruben. Jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwo verstecken, wo niemand so töricht ist, ihn zu suchen, sprach Liliana. Wir werfen ihn am besten ins Meer. Das ist eine Aufgabe.
antwortete Nocturnus und blickte dabei einen nahestehenden Lich an, der zustimmend nickte. Die Kugel aus gewundenem Mana griff, in dem sich Verderbnis befand und Richtung Meer flog. Das wird aber nicht genügen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass es nicht wieder zu einem so dummen Krieg kommt. Fuhr Nocturnus fort und blickte Lilian an, die daraufhin nickte und sprach: Dann gehen wir am besten zu unserem Herzog Flatulentius. Nocturnus schaute sie tief an, senkte dann seinen Kopf ein Stück, so als würde er nachdenken, und streckte dann seine Knochenhand aus. Liliana betrachtete die Geste, schmunzelte leicht über diese Wandlung der Geschichte und ergriff Nocturnus' Hand, um diese freundschaftlich zu schütteln. Nein, lass uns aufbrechen. Die Lichter werden eure verwundeten Lichter führen, damit ihr sie bei euch wieder genesen lassen könnt. Sprach Nocturnus und wandte sich mit den anderen um. Doch noch ehe sie einen Schritt gehen konnten, rief eine Stimme hinter ihnen her: Dann könntet ihr mich doch tragen, Bruder! Sie drehten sich um und erblickten Necron, welcher auf sie zugeschwebt kam. Ihr könnt doch noch schweben. Es gewesen Schwerverletztere, die unsere Hilfe brauchen. Es freut mich aber zu sehen, dass ihr es überstanden habt. Erwiderte der Lichtkönig. Ehrlich zu sein, gestand der Geisterkönig, habe ich nicht viel mitbekommen. Als ich meine Augen aufmachte, sah ich nur noch, wie Verderbnis plötzlich schrumpfte und ihr ihn gebannt habt. Den Rest kann ich euch auf dem Weg nach dir erzählen. Ihr werdet uns auch begleiten. Ich würde gerne, aber ich habe da noch ein paar Freunde, die mich sicherlich schon lange erwarten. Zudem sollte ich mich um den Rest meiner Leute kümmern und schauen, ob auch die Anomalie verschwunden ist, entgegnete Necron. Nocturnus nickte nur, ehe er sich mitsamt den anderen umdrehte und zum Schlachtfeld flog, wo er jene, die so schwer verletzt waren, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr gehen konnten, auflas, um sie nach Diöl zu schaffen. Necron hingegen eilte zu der Necropatria, wo die Biokryptologen und Parapsychologen ihn bereits erwarteten.